So, hier sind ein paar Levies. Assault, Abandon, nee, Maintain. Wir wollen ja mal hier die Dinger sehen, ne? Die Trebuchets. Die haben wir jetzt hier noch gar nicht im Einsatz gesehen. Und du hier. Du kannst hier natürlich auch noch dazukommen als Reinforcement. Zwei Reinforcements. Eine massive Schlacht. Ah, herrlich. So, und dich kann man natürlich jetzt. Das ist halt, es ist so ironisch, ne? Dass wir die Teutonen upgraden können. Zu Husaren, ja. Im Prinzip war das ja in der Realität so. Es war halt weniger ein Upgrade, sondern einfach nur die 100 geschlagen. 14, 22? Oder war es 12, 44? Aber hier war die Schlacht von Grunwald. So, tja, rennen wir jetzt los, um hier ein bisschen Unruhe zu stiften. Okay, du, dich kann man auch upgraden. Zack. Ja, komm mal hier runter. Wir sind da oben weitestgehend safe sowieso. Also die Schlacht machen wir hier noch, denke ich. Und dann... Ja komm, versuch mal den hier. Er kann sich aber gleich nur einmal zurückziehen. Wenn jetzt noch jemand nett nachsetzen könnte, dann wäre das vorbei gewesen. Alchemie? Besser spät als nie? Hier drüben in Sipa. Bau mal für das Topaki Palace. So, Babylon, Population Gain. So, wir siegen hier weiterhin. Jetzt ein Tribok. So, jetzt assaulten wir. Komm. Confirm Battle. So. Was ist am geschicktesten hier? Du, Tribok, kommst mal hier hin. Die Kavallerie. Und hier alle hoch. Du kommst dahin. Oder dahin, besser gesagt. Sehen Sie, jetzt haben wir hier noch 6 Unterstützer. Und die haben auch nochmal 6. Weil ich nicht mehr weiß, wie das genau geht, ehrlich gesagt. Wie die jetzt hier genau dazu bekommen. Naja, wir werden sehen. Anti-Deployment? Ja, wir können die dann nach und nach einfach rausziehen jetzt, ne? Seine Stadtverteidigung. Man sieht die Stadt gar nicht mehr. Aber gut. Wollen wir die Mauern? Can move this round unit. Cannot move towards here. Palisades. Ja, gib ihm. Fett durchgeschossen. Ja, gesagt, wir gehen erst hier rein, ne? Und dann greifen wir da an. Die Horsemen hier oben. Target is out of sight. Komm mal hier drüber. Ach, da ist auch nochmal einer. Okay. Dann greifen wir den an, trotz so Reichweite. Komm hier rüber. Kommst hier rüber. Und nicht mehr schießen. Weitere Nahkämpfer. Great Swordsman. Ich mach mal mit euch hier oben, oder? Das müsste auch reichen. Yep. Ja, da sind jetzt die ganzen Levies noch. Tonic Netz. Komm doch raus hier. Ja, selbst das lohnt sich noch, ne? Jump durch die Mauern durch. Jetzt haben wir tatsächlich hier schon mal Reinforcements bekommen. KI spielt. Hat er noch mehr Einheiten irgendwo versteckt? Er läuft tatsächlich raus und greift unsere Schützen hier hinten an. Das ist verheerend. Von hinten hinter sie. Das ist mir jetzt auch die Hauptstadt. Da sind auch seine Verstärkungen hier.
Capture their flag. Sie sind natürlich sehr mobil unterwegs hier. Die Stardine. Okay. Fährt mal hier an. Diese Levy Skald. So. Recovery von hier hinten rein. Wir stehen jetzt auf der Fahne hier drauf. Also das müsste eigentlich schon mal helfen. Kannst du von da aus schießen? Kannst du noch schießen, wenn du hier bist? Ja. Feuer! Feuer! Ihr greift ihn hier an. Ja, unsere Pferde sind stärker als deine. Irgendwas da. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja, die Siege von Hattusa ist vorbei. Wir haben gewonnen. Ein herausragender Sieg für unsere Armee. Er hat noch Truppen hier übrig auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Konnte sie halt echt nicht zum Einsatz bringen. Bitter für ihn, würde ich sagen. So. Wir versuchen weiter, die Typen hier zu erledigen. Oh, wow. Ich denke, das können wir auto-resolven. Das ist nur eine Einheit hier. Arthur gibt es also mittlerweile auch. Wir lassen hier nicht unsere heiligen Stellen hier entweihen, unsere wunderschönen Steinkreise. Sie müssen eigentlich hier weiß sein, die Dinger. Sieht ein komisch aus, wenn sie blau sind. Aber gut, ne. So, dann schließe ich da auch an und die Armee kann dann hier auch nach Süden kommen. Okay. So, du hast jetzt auch die weißen, schönen Gondor-Mauern hier. So, hilf mal mit, das Ding zu bauen, das Ding Palast. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Attitude Change. Was ist ein Sullen? Sullen saw from a recent defeat, but too weak to do anything about it. Okay, ja. Ja. Ich kann ihn ja vasalisieren. Ist das immer noch 198? Ich denke, wir kriegen gar nicht so viel mehr. Ja, wir können jetzt zwingen, die Outposts zu übergeben, aber keine Stadt. Wir können auch sagen, gib uns beide Städte und die Außenposten. Zumindest den einen Außenposten. Vasalisieren ist irgendwie schon flailiger, hat mehr Flair, oder? Die Außenposten holen wir uns einfach. Ja, komm. So. Tja, haben wir kurz mal die Mongolen vasalisiert, hä? Ist das nicht geil? Und das schönes Wulti, da kommt es natürlich mal wieder. Damit dominieren wir das hier jetzt noch mehr. Ja. So, unsere. Welche Außenposten haben wir denn bekommen? Wir haben den hier und den hier. Und den hier. Die gehören jetzt quasi zusammen. Das heißt, wir können einen davon auf jeden Fall zu einer Stadt ausbauen. 10 Runden, 13 Runden. Ich denke, der hier ist besser. Zu einer besseren Stadt. Bam. Ausbauen. Attachen. So. Und da ist Adonai. Könnten natürlich Krakow hier auch zu Adonai hinzufügen. Wäre auch eine Idee, aber hier eine Stadt noch zu haben, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und jetzt haben wir hier noch einen Außenposten an der Westküste. Können wir mal unsere Armee hinziehen. Es wird natürlich spannend zu sehen, ob die Jungs hier sich tatsächlich vasalisieren lassen, ob das so ist wie bei Total War manchmal, dass sie dann nur von kurzer Zeit rebellieren. Das ist natürlich hier das Interessante daran, an diesem Experiment. Okay. So, du hast nichts zu tun, dann baue ich hier dran weiter. Ja, wir bauen jetzt aber mal. Ah ne, in Krakow nicht. Da brauchen wir natürlich was anderes. Hat schon ein bisschen was an Einwohnern jetzt dadurch, ne? Durch den Infrastrukturbonus und alles. Durch diesen Ausbaubonus hier. Plus 6. Ja. Bauen wir hier so ein normales Worker Quarter und danach vielleicht ein Maker Quarter. Plus 7 Nahrung verzichten ist eigentlich auch bitter. Können wir irgendwo ein Hamlet hier sinnvoll bauen?
Oh ja, hier 21 und 5 und 2. Mach das mal. Das erste. Ja, und ihr seid ja jetzt quasi die Athenai-Armee, die neue, oder die eigentlich die Nordarmee einfach. Die da meine Verteidigungsarmee. Ja, okay, dann bleibst du einfach hier in Athenai stehen, falls sich hier Nessa gegen uns auflehnt. Und zu beenden. Noch ein Edelstern. Scheiße, ich mehr vorankommen können. Alchemie ist auch fertig. Civics Point. Okay, was machen wir denn hier als nächstes? Die Rechte hier, Communal Land. Alles gehört der Kommune. Ah ja, natürlich. Jetzt gehört das ja alles uns und wir können unsere ganzen Leute hier upgraden. Na? Na, sieht man, so kleine UI-Bugs und so gibt es tatsächlich hier noch die ganze Zeit. So, und der andere bekommt natürlich auch nochmal ein Upgrade hier. So. Sagen wir das hier natürlich relativ klassisch ziffmäßig gemacht. Wir sind den technologisch so weit überlegen. Deswegen ist das wahrscheinlich wieder so ein Spielchen, wo ich sage, ne, im Multiplayer wird das ein totales, ja, Grindfest im Sinne, dass alle dieselben Nationen immer spielen werden. Aber so, ne, für Singleplayer, für eine coole Erfahrung, wenn man es dann. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal auf dem höheren Schwierigkeitsgrad versuchen, wenn wir hier mit dieser Serie durch sind. Um zu schauen, wie sich das auswirkt, genau. Ah ja. Remastered Chip, das ist die Sache, die uns überall erkunden lässt. Wir haben noch 40 Züge. Das heißt, vielleicht können wir noch uns den anderen Kontinent dann anschauen. So, du hilfst dir jetzt auch mal mit. 26 Leute opfern, um es zu bauen. Das es würde uns nicht mal sonderlich wehtun. Wenn alle zu alle Badieren hoch hier. Ja. Ach, warte mal, ich könnte dich da oben anschließen, wa? Das muss man anders machen. Machen wir das so und hier attach. Sehr schön. Und hier gibt es ja natürlich zweimal Dice. Sehr viel Industrie, mehr Stabilität. Wunderbar. Wünsche noch viel Spaß bei Cyberpunk. Ich werde mich nach dem Stream verabschieden. Ah, okay, cool. Schön, dass du da warst, Alton, auf jeden Fall, ne? Ja, wir machen ja tatsächlich in 10 Minuten Schluss. Und dann wird der Stream gewechselt auf Cyberpunk. Also vergesst nicht, dass ihr hier das Event eventuell auch wechseln müsst, ne? Das ist hier auf YouTube ja immer so ein bisschen komplizierter. So, Krakow. Das war ein sehr schneller Bau hier. Wir haben hier natürlich einen Fluss. Wird mal Food on River eigentlich theoretisch machen. Dann haben wir hier irgendwelche. Oh ja, hier. Wir haben einen. Warte mal, das heißt, wahrscheinlich ist da ein Hamlet sowieso besser, ha? 16-3-3. Alles klar. Okay, ihr seid hier jetzt Sentries. Ihr seid hier Sentries. Was ist noch dran? Du hier. On guard, Commander. Ah, okay, du bist jetzt auch da, wo du sein solltest. Dann graden wir hier nochmal ab. On go. Ja, ihr seid auch. Was ist das hier? Attack, Claim Territory, Ransack. Okay, es kann nichts Neues dazu gekommen. Zu beenden. So, jemand ist weiter ausgestiegen. Oder aufgestiegen, meine ich. Wie viele hätten wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5. Also, wir könnten schon wieder theoretisch, wahrscheinlich wären wir 2 oder 3 Sterne davon entfernt, in die nächste Ära zu kommen. Auch wenn die jetzt natürlich nicht mehr vorhanden ist überhaupt. Matter of Diplomacy. Ah, die Nubia, wir haben auf einem Kontinent. Ha. Huh. Treaties, River Capital hätte ich für dich mal vorschlagen. Hat er Nein gesagt? Hat er Nein gesagt, ja. Oh. Sieh mal eine an hier. Das waren unsere Freunde hier von den Boys hier.
und Hadapa, die hier drüber gesegelt sind. Parsa. Ach lol, ich war nur an der falschen Stelle. Guck mal, wir hätten hier oben weiter segeln können. Ah, wie bitter. So, Lili Mausi ist auch mal wieder zu Besuch hier. Katzi, Tatzi. So, das sind die nächsten. Ah, Khmer. Treaties? Reveal Capital? This is something you need to see. And why would I accept this? Ah ja, die sind alle. So, der ist Kerma. Ja, im obersten Zoom ist es ein bisschen langsam hier. Man merkt auch, ne, die Performance bricht ein wenig ein hier tatsächlich jetzt im Late-Run-Game. Ah, oh, Slaves. The Human Engine. Das kann man natürlich auch bald entscheiden. In drei Runden wissen natürlich alle, welche Entscheidung ich da treffen werde. Ach, in Sus ist der zweite Hafen fertig. Na, brauchen wir noch einen dritten Hafen? Jetzt hier eine Hamlet-Position, die halbwegs vernünftig wäre. Plus eins. Nein, nicht wirklich. Ich meine, schon wird es natürlich aussehen, aber bringen würde es nichts. Hätten wir plus 10, plus 3 wegen der 3 Adjacents. 10 Stabilität, 3 Kultur. Brauchen wir auch nicht wirklich. Seien wir mal ehrlich. Lass uns lieber hier einen Wald einpflanzen. Oh, so viel Wachstum. Wer haben wir denn jetzt in Babylon? Wie lange noch? Bis zum 4 Runden bis zum nächsten Wunder. 59. Und was ist das hier? Icon Bearing Steam. Ein Ingenieur. In der Counter Religion has come to offering a scientific expertise. Okay, sie wird uns ihre wissenschaftliche Hilfe anbieten. Hm. Ah ja, sie ist aber von einer anderen Religion. Nehmen sie natürlich trotzdem, wir sind ja tolerant. Das haben wir doch extra gewählt, ja? Zack. Kein Problem. Und, ja. Ja, gibt es momentan keinen Grund, irgendwas zu machen. Wir können aber weitermachen, solange wir das Wunder hier fertig bauen. Ist da jemand da? So. Gut. Nächster, die Franken. Die Franken. Da versuchen wir auch mal. You intrigue me. Let's talk. Ich wünschte, das ist ein bisschen, ich wünschte mir, ich würde hier genau sehen, weil mir ist absolut unklar, ob die jetzt annehmen oder nicht. Oder vielleicht sehe ich das hier bloß nicht, aber ja, keine Ahnung. So, jetzt werden es gleich sehen, ne? Sehen wir jetzt die fränkische Hauptstadt? Ist die da oben? Ja, ich, nee, vermutlich nicht. Das ist der nächste. Wirklich? Wir sind Memphis, Parsa. Wir sind auf jeden Fall nicht Paris. Wir sind nur das, was unsere Kollegen hier erkunden. Ach, die Engländer. Die sind zu Engländern geworden. Kolonisieren natürlich. Forschung. Naval Artillery. Karacken. Gunpowder Warfare. Klar. Und Krakow braucht ein... eine neue Aufgabe. Können wir noch mehr Hamlets hier bauen an sinnvollen Stellen? Oh ja. 11, 8, 3, tu es. Zu beenden. Ja, sieht man, muss sich auch in der Regel gar nicht so extrem viele Gedanken darüber machen, wo man was hinbaut, weil das Spiel einen doch da sehr gut berät in der Regel. Bin sicher, man kann es noch ein bisschen mehr optimieren. Hoffentlich werden wir das auch müssen, auch für einen Schwierigkeitsgraden. Also interessant, ist auch interessant, dass diese Allianzen mit diesen kleineren Leuten hier echt lange halten. Oh. So. Toikel ist fertig. Da fehlen halt die Wunder-Movies. Wäre natürlich nicht schlecht. So, war mal das Ding nochmal gebaut? Das war doch hier oben. Irgendwo. Neben Nessa eigentlich. Hier, genau. So als kleine Beleidigung. Guck mal unser Prunk hier an, direkt vor eurer Tür. Also was haben wir denn als nächstes?
Faith, Stability, Stability, Money on Reliable City. Ja komm, Taj Mahal. Geben. So, New Grievance. Was wir jetzt aber eigentlich tun wollten, ist zum Beispiel in Babylon mal Schiffe bauen. Und zwar hier so eine Kogge. Ja, und dann schicken wir die mal rüber. So, haben wir bei dir eigentlich schon einen Hafen? Ja, wir haben einen Hafen. Okay. Dörfchen. 343. 243. Ja, tu es. Und es macht halt echt, also es sieht halt wirklich bevölkert aus. Das finde ich mit am schönsten am Spiel. Es gibt fast keine Fälle, die so aussehen, als seien sie einfach brachlad. Und wenn, dann sieht es halt natürlich aus. Und so nach dem Motto, ja, auf der Halbinsel lebt einfach noch keiner. Ja. Ansonsten hast du diese kleinen städtischen Ansiedlungen hier überall. Sieht super schön aus. Das ist ja das, was mir so ein bisschen fehlt bei Shadow Empire, ne? Weil die Grafik halt fehlt, um es schön darzustellen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, aber das hier, ne? Diese mächtigen Klippen hier, da wo wir dann hier oben den Tempel drauf gebaut haben. Das ist schon richtig schön hier. Was seid ihr denn für Boys hier? Ach, normale Schwertkämpfer. Aus dem letzten Jahrhundert noch. So. Jetzt können wir ja überall nochmal ausbauen hier. Zack. So. Haben wir das ja mal aufgedeckt, wa? So, und ich direkt daneben. Sicher, warum auch nicht. Hier in Akkad haben wir hier noch schöne Stellen. Hier ist eine. Da haben wir ja auch schon ein kleines Städtchen. Die ganzen Straßen, sieht auch alles super aus. Ja, wir könnten auch hier mal noch bessere Mauern bauen, ja. Und hier in Hariyakana. Minus 1, minus 2. Das lohnt sich hier überall überhaupt nicht. Ah ja, du bist ja die äußerst lustige Mega-Geschichte hier. Hier gibt es viele freie Felder, bauen wir das dahin. Und hier unten gibt es bestimmt noch irgendwo einen guten Platz für ein Hamlet. Oh Gott, diese Provinz ist unglaublich groß. Das hätte ich jetzt erstmal noch nicht. Naja, egal. Ich denke, dass es mal an der Stelle dann vorbei ist mit diesem Stream. Wir beenden mal und sehen uns dann natürlich gleich wieder, wenn ihr noch dabei sein wollt, bei Cyberpunk. Machen wir bis heute Abend um wahrscheinlich 23 oder 24 Uhr, nachdem wie lange ich noch durchhalte heute. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Vor allem, ne, das normale Let's Play kommt ja hier auf dem anderen Kanal auf Strategy Core. Und ansonsten, ciao, ciao, euer Tollen.